Vergiss Filet-O-Fish, wir machen heute einen Backfischburger, der ein bisschen geiler ist. Der Fisch kommt gleich, erst beginnen wir mit der Soße. Das ist eine Tartar-Soße und wir müssen einfach alles, was ihr hier seht, kleinschnibbeln. Gewürzgurken, Schnittlauch, Dill und zu guter Letzt Kapern. Das Ganze mischen wir jetzt mit Gurkenwasser, der Zeste und dem Saft einer Zitrone. Jetzt noch Mayo dazu, umrühren und fertig ist unsere Tartar-Soße. Machen wir jetzt den Ausbackteig für unseren Fisch. 400 Gramm Mehl, Cayennepfeffer, Knoblauchgranulat und weißer Pfeffer. Jetzt ein Ei und ganz wichtig, 330 Milliliter Bier. Und alles glatt verrühren. Schnell das Bun in Butter antoasten. Wenn die Buns so aussehen, sind sie fertig. Geben wir jetzt unseren Fisch, das ist Kabeljau, in den Bierteig, sodass er von allen Seiten bedeckt ist. Und dann können wir ihn auch schon auf die große Reise schicken, in die Fritteuse. Und weil ich den Teig schon hier habe, mache ich noch ein paar Onion Rings dazu. Wow, fertig ist unser Backfisch. Nehmen wir unseren Fisch, platzieren ihn und übergießen unser Bun mit der Tartarsoße. Zeit, den König zu krönen. Lasst uns probieren. Alter Schwede.